Hey und willkommen zu diesem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Dieses Paket hier von Shop Bench Jungle und das packen wir auch sofort aus. Vorab möchte ich euch noch einmal sagen, wir haben das Paket vor ein paar Wochen bestellt, vor zwei waren es jetzt ungefähr. Und ich dachte halt, dass wir das bestellt haben, aber irgendwie ist die Bestellung nicht rausgegangen und deswegen wir nochmal neu bestellen mussten. Aber jetzt ist das Paket hier. Das machen wir auch jetzt auf. Und zwar mit diesem Messer hier, wie aus dem letzten Video. Dieses Paket ist jetzt auch nicht unbedingt schwer. Oh, ich habe ein bisschen geschnitten. So. 1 Kilo, schätze ich. Steht auch oben drauf. Deswegen ich nicht schätzen brauche. Ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gegen die Kamera stoße beim Aufmachen. Oh, schwierig. So. Was wir direkt einmal hier sehen, ist so ein Polsterzeug, ganz viel von dem. So. Das hier ist Moos zum Aufbinden, habe ich mir bestellt. Ich denke, man kann es auch sehen. Damit kann man halt ein paar Pflanzen halt aufbinden, wie Tillandsien und ähnliches. Hier haben wir ein paar Döschen. Wie man hier sieht, kann man zum Beispiel Sprungschwänze drin züchten oder auch Gründerboxen für irgendwelche Ameisenköniginnen haben, benutzen. Und das ist, trifft sich auch relativ gut. Was wir hier als nächstes haben, ist einmal Silikon, Aquarien und Glassteinsilikon. Meine andere Silikontube ist irgendwie kaputt gegangen. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Video für das Becken anrichten, der Messer Barbus gesagt in einem von dieser Videoreihe. Ja, die Verpackung war jetzt nicht gerade die beste. Nach dem Kleben waren da dutzende Löcher drin, deswegen ich das jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen würde. Hier ist die Rechnung, die stehen wir uns später an. Und dann haben wir hier ein bisschen Korkrinde. Was nicht so schön ist, dass die ein bisschen durchgebrochen ist, wahrscheinlich während der Lieferung. Jo, man sieht's. Aber ist ja auch nicht schlimm. Da hat man halt zwei Stücke davon. Hier habe ich noch ein anderes Korkstück. So sieht Korkrinde aus. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine Pistole. Ich schalte mal ein bisschen nach vorne, damit man auch ziehen kann, wie das Korkstück auch aussieht. Das ist ja alles für mein tropisches Terrarium, was ich geplant habe. So, hier haben wir auch so ein Abdeckding für die Silikontube. Kann man wahrscheinlich hier dann so draufschrauben, wenn man das geöffnet hat, damit es nicht trocknet. So, dann kommen wir hier zum spannenden Teil. Hier sind die Deckel für die Dosen auf jeden Fall. Hier haben wir drei verschiedene Tillandsien. Nicht Tillandsien, sondern was sag ich denn hier? Bromelien. Ich sag schon Tillandsien. Das ist natürlich nicht richtig. Ich sag gerade Tillandsien, weil direkt vor mir auf der Heizung ein paar Tillandsien stehen, deswegen. So. Habe ich gerade versprochen. Auf jeden Fall, von Ben Jungle kann man sich halt drei verschiedene Tillandsien bestellen. Das ist so, da als Angebot für wenig Geld, 8 Euro glaube ich. 3 in 1 ist eigentlich relativ preiswert.
So, dann haben wir die nächste schöne Pflanze. Eine etwas höher gewachsene. Das ist Adiantum. Das ist, glaube ich, eine Begonia fuchsioides. Ich kann es nicht aussprechen. Komischer Name. Eine Begonie, wie man es schon hört. Ich bin jetzt nicht gerade der Pflanzenexperte, weswegen ich nicht die ganzen Namen auf Latein sagen kann. Ich finde sie auf jeden Fall schön. Ihr hoffentlich auch. Die wird später auch Blüten tragen. Während der Lieferung ist er auch nicht kaputt gegangen. Ja, okay, zwei Blätter liegen hier daneben. Aber ist ja jetzt nicht weiter tragisch. Da haben wir aber hier noch weitere Sachen. Und zwar ein Farn, um genau zu sein, Adiantum osculundum. Irgendeine Adiantum, ich kann es nicht aussprechen, Adiantum oder halt so ähnlich. Bitte erschlagt mich nicht, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Eine Pflanze halt aus Kolumbien, ein Farn aus Kolumbien. So. Dann haben wir noch eine letzte Sache hier drin. Und zwar sollten hier weiße Asseln drin sein. Ich hoffe mal, ob wir noch ein paar drin leben. Aber meine sind leider verstorben. Man sieht auf jeden Fall ein paar Springschwänze hier drin, die auf jeden Fall noch rumlaufen, aber... Ach, hier liegt noch auf jeden Fall eine weiße Assel. Das ist auf jeden Fall schon positiv, dass ein paar überlebt haben. Ein paar sind ja auf jeden Fall schon tot drin, wie man hier sieht. Und zwar meine weiße Asseln, die aus dem Shop Mai 1 bestellt habe. Die sind leider verstorben, weil ich habe wieder begonnen, in dem Schrank, wo ich sie habe, immer die Tür aufzulassen oder nicht richtig zu schließen, sodass die Sonne volle Kanne auf das Habitat, dem Gefäß, der weißen Asseln geflogen ist, beschienen hat. Und das wäre jetzt nicht gerade förderlich für das Leben der weißen Asseln. Bis dahin haben sie sich auf jeden Fall schon gut entwickelt, aber bis zu diesem Zeitpunkt, also nach diesem Zeitpunkt, konnten sie leider nur noch wegkippen. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber deswegen habe ich mir halt neue weiße Asseln hier bestellt. Aber meinen eigenen Springschwänzen scheint es auf jeden Fall relativ gut zu gehen. Die vermehren sich auch gut. Sichte die auf Brandkohle und Grillkohle. Ja, dann zeige ich jetzt gleich nochmal alles im Überblick. So, hier seht ihr es jetzt nochmal im Überblick. Wie die Bromelien, die drei hier vorne, hier, hier und da. Da hinten der Farn und da hinten nochmal die Begonie. Die zwei Korkdinger, Korkrinde, dann hier nochmal den Aquarensilikon, die weißen Asseln, das Bodenblitzseif für das geplante Topistarium, hier muss zum Aufbinden und da hinten nochmal ein paar Schachteln, Boxen, die man eventuell für Ameisen und auch andere Sachen benutzen kann. Also, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich über eine nette Bewertung freuen. Und ihr könnt auf jeden Fall dabei sein, falls ihr Bock habt, ich kann gerade wieder nicht sprechen, super. Also, wie gesagt, ihr könnt dabei sein, wenn ich das tropische Terrarium anfange zu bauen. Eventuell erfährt er da auch schon, welche Art da reinkommt, welche Ameisenart. Die weißen Asseln werde ich wahrscheinlich mit ein paar Springgrenzen in das Terrarium einsetzen.
damit die halt auch den Boden von Schädlingen, also Schimmel und Futterresten, Chitinpanzern und so weiter und so fort reinigen können. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt auf jeden Fall auch, wie gesagt, ich nerve euch, ich weiß, eine nette Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Video. Bye.